Herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Bresch. Romain Brégerie wurde für ein Jahr vom FC Ingolstadt ausgeliehen, um die Blau-Weißen als erfahrener Innenverteidiger zu verstärken. Alles, was hier da ist, hat für sich gesprochen. Also ich habe mehrere Info bekommen über die Mannschaft. Ich denke, dass die Qualität da ist und vor allem die Mentalität und die Basics für die zweite Liga da sind, dass wir unsere Ziele erreichen. Mit seinen 32 Jahren spielt der sympathische Franzose bereits in der ersten und zweiten Bundesliga und bringt seine Erfahrung und seine Souveränität im Team ein. Als Führungsspieler weiß er, was den FCM in Liga 2 erwartet. Das wird jedes Spiel ein großer Kampf sein. Das ist schon ein Unterschied mit anderen Ligen, würde ich sagen. Dass sie diese Einsatzbereitschaft, diese Laufbereitschaft, was du auf den Tag bringen musst, dass es überhaupt klappt. Weil wenn du das nicht bringst, diese Basics, dann wird das nicht sein. 2011 wechselte er nach Dresden und spielte dort 3 Jahre. Jetzt spielt er für den ersten FC Magdeburg, einem weiteren Traditionsverein. Und ich habe auch damals schon über Magdeburg gehört oder auch diesen Eindruck bekommen, auch im Freundschaftsspiel mit Dresden gegen Magdeburg damals, wo viele mitreisende Fans da waren. Also ich denke, das macht wirklich was aus. Also das ist für einen Fußballer ja so ein kleiner Traum. Der FCM ist in Liga 2 angekommen, so Bresch. Die Devise lautet nun: Punkte holen. Dafür wird er alles geben.